Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch wieder live hier und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Wir haben wie immer dienstags eine freie Themenrunde. Das heißt, ihr könnt ja anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Aber ich würde gerne mit euch unter anderem auch sprechen über Angela Merkel. Unsere neue Bundeskanzlerin, das heute ist ja ihr großer Tag und auch ein sehr einschneidender und historischer Tag für unser Land. Zum ersten Mal eine Frau als Bundeskanzler. Also wie findet ihr Angela Merkel? Habt ihr heute die Zeremonien im Fernsehen verfolgt? Wie hat euch das gefallen? Wie ist euch alles so vorgekommen? Wie ist sie für euch so rübergekommen? Welche Hoffnungen knüpft ihr an die neue Bundeskanzlerin? Glaubt ihr, dass sie das schaffen wird? Und so weiter. Also ich würde gerne mit euch über Angela Merkel sprechen. 0800 220 5050 oder nochmal die Mailadresse domian@wdr.de. So, ich freue mich sehr, begrüßen zu können meinen ersten Anrufer. Das ist der Stefan. Hallo Stefan. Domian. 26 Jahre alt. Genau. Und wir knüpfen jetzt genau da an, wo wir Freitag aufgehört haben. Wir beide haben Freitag schon miteinander gesprochen. Ja. Wir hatten nicht viel Zeit, deswegen haben wir es abgebrochen. Du bist ein junger Mann, wie gesagt, von 26 Jahren und du hast mir mitgeteilt am Freitag, dass du überlegst, Mönch zu werden. Das ist richtig, zumindest in ein Kloster einzutreten. Ja. Und du hattest auch schon so einige Erfahrungen im Kloster gesammelt. Das heißt, du warst mehrere Monate quasi so zur Probe schon in einem Kloster. Das ist richtig, in verschiedenen Orden schon und bin da nach wie vor sehr interessiert. Ja. Mich fasziniert das Leben, es ist so ein ganz anderes Leben als das, was die meisten kennen, so in unserer hektischen Konsumgesellschaft und... Also ich gehe erstmal davon aus, dass es ist ja die Voraussetzung, dass du ein gläubiger katholischer Christ bist. Und da fängt schon das Problem an. Oh! Bin ich nicht. Das bist du nicht? Nee, ich bin zwar gläubig, aber ich sage, ich habe auch nichts gegen, also ich würde mich auch als Christ sehen, aber halt jetzt nicht katholisch. Ist das nicht eine Bedingung, um in ein Kloster zu gehen, dass man katholisch ist? Ja, du wirst dich wundern, nicht unbedingt. Nicht oft. Also es kommt drauf an, auch in welchen Orden man geht. Es ist aber nicht unbedingt von, sag ich mal, von Notwendigkeit. Es gibt auch sehr tolerante Orden. Ja. Und es gibt ja auch so ordensähnliche Gemeinschaften oder auch in der protestantischen Richtung. Ja, aber auf jeden Fall bist du Christ. Ja, ich sehe das auf jeden Fall so. Das bist du auf jeden Fall. Woher kommt jetzt die Sehnsucht, sag ich mal, es ist ja wahrscheinlich sogar eine Sehnsucht, sich in ein solches stilles Refugium, das ist ja wie eine Insel in unserer hektischen Welt, zurückzuziehen. Ja, ich denke, das hat verschiedene Ursachen. Zum einen, es soll natürlich jetzt nicht klingen wie eine Flucht, aber es ist mir momentan schon seit mehreren Jahren alles zu viel. Mhm. Und es läuft alles nicht, also weder beruflich noch privat. Es ist mehr oder weniger ein reines Desaster. Was machst du denn beruflich? Momentan nicht wirklich viel. Also ich mache nebenbei so ein paar Projekte und mache Internetseiten für andere Leute, aber jetzt nicht, wo ich jetzt täglich irgendwo hinkommen muss. Mhm. Ich habe bis vor kurzem auch im Ausland gelebt. Ja, wo? In Irland. Aha. Wie kam das? Weil ich arbeitslos geworden bin in Deutschland, was ja keine Seltenheit ist. Mhm. Und in Irland, da suchen sie ganz viele Mitarbeiter, zum Beispiel im Callcenter oder im Hotelgewerbe. Ach so, verstehe. Was hast du gelernt? Ich bin Erzieher. Du bist Erzieher. Moment arbeitslos. Und du sagst, weil so vieles im Moment nicht läuft. Also sowohl beruflich als auch privat. Ja, es ist auch ehrlich gesagt noch nie wirklich gut gelaufen, bis auf so ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Ja. Und es ist eigentlich so, dass ich schon gar nicht mehr leben wollte und diese Gedanken kommen auch immer wieder hoch. Also Rettungsanker Kloster quasi. Ja, das Problem ist, ich möchte es natürlich nur machen aus wirklicher Überzeugung und nicht als Ausweg. Mhm. Aber was bedeutet diese wirkliche Überzeugung? Welche wirkliche Überzeugung? Formulier das mal. Müsste man haben, deiner Auffassung nach, um in ein Kloster zu gehen? Ich denke, dazu gehört eigentlich nicht viel, sondern einfach eine innere Bereitschaft,
sag ich mal, ein neues Leben zu leben, zu beginnen oder einfach ein Wagnis einzugehen. Letztendlich ja, aber es ist ja nicht irgendein neues Leben, sondern das ist ja schon ein ganz besonderes neues Leben, was man da beginnt. Das ist richtig, aber ich denke, man macht sich ja vorher schon Gedanken. Das habe ich auch so mit Irland gemacht. Ich habe schon innerlich mich auch schon vorher von Leuten verabschiedet. Und es heißt ja auch nicht so, dass wenn man in ein Kloster geht, dass man zum Beispiel seine alten Freunde und Bekannte nicht treffen oder nicht sehen kann. Also heute, die meisten Orden sind ja, sage ich mal, sehr normal. Die gehen auch einkaufen, haben Internet und alles, tolle Stereoanlagen. Es ist ja nicht so. Das heißt, die können auch rausgehen, ja, die können genau. auch mal in die normale Welt rausgehen. Die sind ja nicht eingesperrt wie im Gefängnis. Genau, nicht so wie bei der Name der Rose oder so. Das ist höchstens vielleicht in Einzelfällen so. Ich meine, es gibt ja auch da ganz extreme Orden. Dennoch ist es natürlich ein fest strukturiertes Leben nach klaren Regeln. Und das macht es für mich einfacher, weil ich bin kein fest strukturierter Mensch und ich mache alles etwas mehr oder weniger planlos. Mhm. Und ich überlege mir natürlich auch, das könnte ich machen und das könnte ich machen, aber mir fehlt so der, wie soll ich sagen, ja, ich denke, ich bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Ja, ich habe eigentlich gehofft, es kommt langsam mal die Erleuchtung. Ja, nun gehört ja zu dem Klosterleben oder zu dem Leben eines Mönches eben auch dazu, dass man sich dazu entschließt, keine Bindungen, keine Liebesbeziehung zu Menschen aufzubauen, sondern die Liebe gehört Gott allein oder Jesus allein. Und auch auf Sexualität verzichten sollte oder will, wenn man es ernst meint. Ja, wie denkst du darüber? Ja, also ich denke, es ist machbar auf jeden Fall. Aber das ist halt momentan so fast das Einzige, was mich daran hindert, das jetzt sofort oder die nächste zwei, drei Wochen zu machen. Weil ich auf der anderen Seite sage ich mir, dieses sexuelle Ausleben, es gibt mir so nicht viel. Das heißt, du hast sehr viel schon ausgelebt? Also ich denke, es könnte vielleicht noch mehr kommen, ist auch vielleicht nicht das Richtige. Ja. Also ich bin auch das eher auf Männer, also auch so, ich eher nach Männern. Ach so. Das macht das natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Nein, das macht es wirklich nicht einfacher. Dann musst du natürlich auch die Finger von den Mönchen lassen. Die Frage, lassen die Finger von mir? Bitte? Es ist wohl auch die Frage, lassen die Finger von mir? Wie ist denn das so? Du hast ja schon ein bisschen reingeschnuppert in dieses Mönchleben. Ist es wirklich ein absolut sexualfreier Raum, so wie du es erlebt hast? Oder gibt es durchaus dort auch Vorkommnisse dieser Art, sage ich mal? Also ich denke, es sind ja alles auch nur Menschen und ich denke auch Sexualität an sich ist unabhängig, sage ich mal, vom Klostersein ist ja auch nichts Böses, je nachdem, wie man es einsetzt. Und also es ist so, dass da schon Angebote auch schon kamen. Das klingt jetzt ein bisschen blöde Angebote. Also es gab Angebote, du hast quasi einen Schnupperaufenthalt gemacht im Kloster und da gab es Angebote von Seiten einiger Mönche oder einiger Und auch anderen, genau, und oder sie zumindest halt gesagt haben, ich gefalle ihnen gut, bin sehr attraktiv oder so. Also ich finde, wenn man sich für so etwas versucht zu entscheiden, ich habe da großen Respekt vor. Und auf mich üben Kloster auch immer eine große Faszination aus. Ich finde, dann müsste man es konsequent machen. Dann das denke ich auch. Ja, dann müsste man auch wirklich diesen Weg gehen und sich von der Sexualität verabschieden. Aber Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich denke, das ist nicht einfach und ich denke, da muss einem auch wirklich Gott helfen, weil auf der anderen Seite ist es ja auch von der Bibel her ja gar nichts Perverses, ganz im Gegenteil. Also es ist ja eigentlich nur ein Dogma der Kirche. Ja, oder eine freiwillige Entscheidung, dass du sagst, ich will mein Leben spirituell orientieren und weg von den sinnlichen Genüssen und Lüsten. Aber das ist natürlich eine ganz große Entscheidung. Ich glaube aber auch nur, dass du vor dir selbst bestehen wirst können, wenn du das konsequent machst und dass du auch nur dort reingehen solltest, wenn du die Entscheidung für dich jetzt hier draußen noch gefällt hast, ich verzichte auf Sexualität und ich will mich ganz meinem Glauben und dem spirituellen Leben widmen. Nur so geht es, glaube ich. Ja, wobei auf der anderen Seite, ich habe so das Gefühl auch, dass immer mehr Menschen, weil es gibt ja momentan noch sehr, sehr viel Arbeitslose und überhaupt Leute, die einfach frustriert sind von allem, das so auch als mögliche Alternative sehen. Jetzt unabhängig davon, ob das jetzt genau das Richtige ist oder nicht. Es laden ja auch immer viele Klöster so zum Mitleben für bestimmte Wochen, Monate ein. Wie ist denn das überhaupt? Kann man einfach in ein Kloster gehen und dann wird man da ernährt und muss nichts bezahlen und lebt ein schönes Leben? Oder muss man da irgendwie Geld mit hinbringen? Ja, ist es leider nicht.
Also ich habe mich mal erkundigt bei verschiedenen Orden, da ist es schon so, die erwarten eigentlich schon, dass man da mit Geld, mit den Ersparnissen, dass man Sachen verkauft, was man sich Sparbücher auflöst, dass man da schon mit Geld hinkommt. Und könnte man denn auch ohne Geld hinkommen? Also jeder hat ja nun nicht immer etwas, der diesen Weg gerne beschreiten möchte. Ginge das auch? Also es gibt Orden, da ist es auch mit wenig oder gar kein Geld bedingt möglich. Wie ist es denn bei dir? Hättest du denn Geld, das du dort mit einbringen könntest? Ich sag mal, es sind keine Millionen, also ein bisschen. Ein bisschen schon. Mhm. Ja. So. Aber das wäre auch das wenigste Problem. Das Hauptproblem ist die Sexualität. Ja, und auch meine innerliche Unzufriedenheit. Jetzt hier in diesem Leben. Ja. Und die Sehnsucht und die Hoffnung, dass du da eine Zufriedenheit findest. Genau, weil ich denke, das ist ja nicht irgendwie, es ist doch komisch. Ich meine, du hast es wahrscheinlich nicht erlebt, aber es kann doch nicht sein, dass man einfach auf keinen grünen Zweig kommt. Mhm. Also egal, was man macht, es geht immer daneben oder vielleicht empfinde ich das auch nur so, vielleicht ist das nur wirklich subjektiv. Ich weiß auch nicht, Stefan, ich glaube, man darf so einen Schritt auch nicht unternehmen, wenn es so eine Art Flucht ist. Also nach dem Motto, ich komme, wie du es auch gerade schon sagtest, ich komme hier in dieser Welt irgendwie nicht klar, ich gehe jetzt mal ins Kloster. Ich glaube, das darf auch nicht die Motivation sein. Nee, also wenn, dann schon aus Überzeugung. Mhm. Aber ich denke, was vielleicht sinnvoll macht oder noch sinnvoller wäre, wenn man das mal, sag ich mal, zeitlich begrenzt. Das müsste man ja sowieso, wenn man in Orden eintritt. Also man, da hat man so eine Art Auflagen, sag ich mal, von einem... Egal, das ist ein Minimum halben Jahr und dann wird erstmal getestet, passt der in ein Kloster, passt der in die Gemeinschaft. Ja, aber du hast ja schon einmal, das hast du mir erzählt, drei Monate verbracht. Mhm. Der Eindruck war, so habe ich dich verstanden, gut. Für mich schon, das hat sich auch keiner großartig beschwert. Was spricht dagegen, wenn du dir noch nicht so ganz sicher bist, und das ist ja auch normal, dass man sich da nicht ganz sicher ist, auch in deinem Alter, das nochmal zu versuchen, für ein halbes Jahr zum Beispiel? Spricht nichts dagegen, aber ich möchte endlich, das sage ich mal, und ich versuche es jetzt momentan mit Gewalt zu erzwingen, dass es endlich mal in eine richtige Bahn geht. Ich meine, gut, ich habe jetzt keine Straftaten begangen oder sonstiges, aber es ist natürlich frustrierend. Aber langsam. Du kannst so etwas überhaupt nicht mit Gewalt erzwingen. Ja, aber wie lange soll ich denn noch so in der Schwebebahn? Ja, mein Gott, du bist erst 26. Du triffst jetzt eine Entscheidung, die für die nächsten 50 Jahre oder vielleicht noch länger, je nachdem wie alt du wirst, oder 60 Jahre, von Relevanz ist. Das heißt, da kann man sich doch ausprobieren. Und das ist doch völlig legitim, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt noch mal ein halbes Jahr, um noch mal in mich reinzuhören, noch mal zu gucken, ob das wirklich was ist. Ja, ich meine, die Idee hatte ich auch schon, aber ich denke, ich möchte jetzt also wirklich gerne, sag ich mal, Nägel mit Köpfen machen und vor allem, ich habe auch momentan so das Gefühl, dass mich alle hier für blöd und dumm sehen. Also viele Menschen, die ich kenne, auch gerade das verletzt mich sehr aus meiner Familie und Verwandtenkreis, die sagen, ich bin doof oder ich bin total durchgeknallt. Weil du das machen möchtest? Nee, nicht nur deswegen, weil ich auch schon früher, sag ich mal, Ambitionen hatte, mal in eine künstlerische Laufbahn zu schlagen oder weil ich halt sehr gerne singe oder so. Aber was interessieren dich die anderen Leute? Das ist so eine große Entscheidung, die du nur für dich in aller Stille für dich wirst entscheiden können, treffen können. Das Problem ist, ich habe hier auch momentan einfach nicht so die Möglichkeit dazu. Mhm. Dennoch, Stefan, ich finde, da ist gar kein Zeitdruck. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt sagen muss, ich will jetzt Nägel mit Köpfen machen. Du sollst Nägel mit Köpfen machen, aber mit Bedacht muss das geschehen. Geh doch noch mal ein halbes Jahr rein. Geh doch noch mal rein. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du danach mehr weißt. Und wenn wir uns dann unterhalten, wirst du mir noch klarer sagen können, wo es langgehen soll für dich und dein Leben. Und wenn ich noch fragen darf, kannst du dir denn vorstellen, jetzt unabhängig, jetzt wenn ich jetzt beruflich zum Beispiel jetzt mich jetzt probiere weiterzuentwickeln oder wieder einen Job annehme, und ich weiß von vornherein oder ich denke mir von vornherein, es ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe jetzt ein Angebot, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Das wäre auch im Callcenter-Bereich und das ist, sage ich mal, das kenne ich jetzt nun zum Genüge. Ich würde erst noch mal ins Kloster gehen für ein halbes Jahr. Das finde ich wichtiger, als so ein Jobangebot anzunehmen. Aber alle Leute sagen, ich bin schon so alt und ich kann froh sein, wenn ich überhaupt... Nein, bist du nicht. Mit 26 finde ich das überhaupt nicht. Aber viele sagen, also auch viele meiner Altersgenossen, die haben schon, sag ich mal, sind verheiratet, haben vielleicht schon Kinder und ich habe gar nichts. Also ich hatte eine Wohnung und so, aber... Ja, manche Leute brauchen halt schon eine gewisse Zeit, um ihren Weg zu finden. Das finde ich völlig normal. Aber jetzt gucke ich gerade auf meine Uhr, Stefan, und sehe, dass unsere Zeit wegläuft.
Ich bedanke mich. Halt mich mal auf dem Laufenden per Mail. Ich finde das ja interessant und vielleicht können wir bei Gelegenheit nochmal miteinander sprechen. Gerne. Alles Gute von Herzen. Ja, und auch an dein Team und dir vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg und ja, alles Gute für dich. Dankeschön, Stefan. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal ob ihr ins Kloster gehen wollt vielleicht oder über was für ein Thema auch immer. Und ich würde sehr gerne mit euch über Angela Merkel sprechen. Heute ist ja Merkel-Tag. Wir haben eine Bundeskanzlerin. Das ist ja ein ganz großer historischer Tag und möchte gerne eure Meinung über unsere neue Bundeskanzlerin und die Amtseinführung und so weiter von euch hören. 0800 220 50 50. Hier ist Gisela und Gisela ist 66 Jahre. Hallo Gisela. Guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Also es ist schon ein großer Tag und ich rufe auch wegen Angela Merkel an. Ah ja, ah ja. Nur eins kann ich gar nicht verstehen, dass ihr Mann nicht dabei war. Gisela, genau so denke ich auch. Ich verstehe das nicht. Das ist der größte Tag für im Leben dieser Frau. Ja eben, der kann sich nie mehr wiederholen. Und sie sagt heute im ZDF im Interview, ja, er ist zu Hause und guckt sich das Ganze im Fernsehen an. Genau. Das verstehe ich nicht. Nein, das konnte ich auch nicht verstehen. Ja, die Eltern von ihr waren ja im Bundestag, die wurden eingeblendet, konnte man sehen. Und ich glaube, ein Bruder war auch da oder eine Schwester. Eine Schwester, ja. Genau. Aber dass ihr Ehemann nicht da ist, das verstehe ich nicht. Nein, das konnte ich auch nicht verstehen. Was steckt dahinter? Wie kann man das deuten? Kann es auch. Ich weiß es nicht. Man sieht ihn ja sowieso nie. Nur mal einmal da in Bayreuth. Ja, okay, man kann das ja vielleicht verstehen, wenn er sagt, ich möchte nicht so sehr in die Öffentlichkeit. Er ist ja anerkannter Professor für Chemie und hat so sein Leben auch. Aber an einem solchen Tag muss man doch eigentlich bei der Partnerin sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Also ich habe mich so in sie hineinversetzt und fand es für sie auch traurig. Ja. Dass an dem großen Tag ihr... Irgendwie war sie auch alleine, kam sie mir alleine vor. Ja, ja. Sie ist ja auch gefragt worden, ob sie sich freut. Mhm. Dazu wohl gesagt, ich bin glücklich, aber so glücklich sah sie gar nicht aus. Ja, 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 ja. Also ich war auch ganz irritiert und kann mir da gar keinen Reim drauf machen. Wenn er zu Hause sitzt, das heißt, er hat dann ja auch Zeit, er hat keinen anderen Termin gehabt. Ja, und für diesen Tag würde ich jeden anderen Termin absagen. Hast du auch recht. Da gibt's gar keine Entschuldigung. Und nee. Wenn der wichtigste Uni-Termin da angesagt wäre, wäre das auch egal. Ja, genau. Tja, aber nun ist sie unsere Bundeskanzlerin. Wie findest du sie denn eigentlich so als Politikerin? Also, sie ist nicht mein Fall, muss ich mal so sagen. Aber die hat schon ganz viel Stärke bewiesen. Auch wie sie auf ihr Aussehen immer angegriffen wird. So ist noch nie ein Mann angegriffen worden. Ich glaube auch, dass sie sehr viel hat wegstecken müssen. Wenn man über Jahre, wenn die Öffentlichkeit sich über Jahre über das Äußere eines Menschen lustig macht. Da muss man sich ja mal selbst hineinversetzen. Wenn man selbst an der Stelle, man wird immer zu lesen, dass Leute sich über einen lustig machen. Und in allen Comedy-Sendungen und überall. Mhm. Also manchmal war es schon ein bisschen hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist gemein, finde ich. Ja. Ja, du hast recht, das machen sie bei Typen nicht. Nee, das stimmt schon. Nee. Obwohl, über Herrn Kohl hat man sich auch lustig gemacht. Der hat man Birne genannt früher. Ja, 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 das stimmt. Ja. Bist du optimistisch? Ich meine, du bist eine Frau mit Lebenserfahrung, 66 Jahre. Bist du optimistisch, dass sie das Land, das ja in einer schwierigen Situation ist, dass sie das Land... Also die Stärke dafür hat sie schon. Mhm. Aber jetzt muss man ja erstmal abwarten, ob das alles gut ist, was sie so durchsetzen will. Ja. Und ob sie auch mit allem Erfolg hat, denn es ist ja im Moment eine ganz eingesackte Karre. Die muss ja erstmal wieder raus. Ja. Also beachtlich finde ich schon, dass sie sich gegen die sehr mächtigen Männer in der CDU durchgesetzt hat. Genau, den Stoiber hat sie an der Seite gedrückt. Aber hallo. Herr Koch steht an der Seite, Herr Merz steht an der Seite, Herr Wulff steht an der Seite und sie ist in der Mitte. Also wenn mir einer von der CDU als Bundeskanzler gefallen hätte, wäre das eigentlich der Christian Wulff. Das sagen alle Leute. Der macht... So einen gelassenen Eindruck. Ja. Obwohl er gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht. Ja, schon, steht er schon, aber so ganz... Der ist noch nicht so sehr bekannt. Nee, und ich wundere mich immer, dass der auch auf den Sympathielisten immer so weit oben... Eigentlich kennt man den Mann gar nicht so wirklich, aber alle Leute finden ihn sympathisch. Ja, wenn man ihn sieht, dann er strahlt auch was aus und stellt was vor. Ja. Also, wir geben der Angela Merkel eine Chance, ne?
ja, von klar. außen und machen uns aber dennoch Gedanken, was da mit ihrer Ehe los ist. Ja, das beunruhigt mich. Ja, ich habe auch heute so überlegt, wie wird das denn sein bei den nächsten großen Staatsbesuchen? Bei Gerhard Schröder war Doris immer dabei. Ja. Ist sie jetzt immer alleine? Wenn Putin kommt, wenn der amerikanische Präsident kommt oder sie fährt dahin, fährt die alleine? Oder wie wird das sein? Ja, ich weiß es nicht. Also heute, das hat mich wirklich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Heute noch eine Frage an dich als Frau. Ihr Frauen guckt da immer noch ein bisschen besonders hin. Mhm. War sie für deinen Geschmack gut angezogen, gut frisiert? Ja, frisiert ist, ja, ist, ja, gut frisiert schon, aber da hätte ein bisschen Frischeres zu ihrer Kleidung gehört. Jetzt sind wir schon wieder dabei und meckern, ne? Ja, nun, jeder darf da ja seine Meinung sagen. Ja, klar. Aber ich glaube, das ist so ihr Stil in diesen Hosenanzügen und wenn sie sich da wohlfühlt, ist ja auch okay. Ja, aber die sah manchmal so unglücklich aus wie auf einer Beerdigung. Also ein schicker Rock wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Und Kostüm. Kann und ja ein Hosenanzug, aber es gibt ja auch frischere Sachen. Ja, hellere Farben. Ja, oder wenigstens eine weiße Bluse oder irgendwas. Jetzt komme ich mir gerade hier vor wie Blond am Freitag, in der Sendung Blond am Freitag. Sie hatte auch eine neue Kette, glaube ich, ist mir aufgefallen. Ja, sie hatte so eine Brosche hier, die habe ich noch nie gesehen bei ihr. Ach, habe ich gar nicht so genau gesehen. Sah aber gut aus. Naja, ja nun, sie hat ja auch nicht nur einen Nachteil. Ich habe Angela Merkel mal kennengelernt. Da muss ich immer noch denken, ja. Und zwar ist es sehr, sehr lange her, da war sie gerade frisch in der Regierung Kohl Familienministerin, Frauenministerin. Und da hatte ich sie eingeladen zu einem Interview zu mir ins Hörfunkstudio. Ja. Und da war sie eine ganz scheue und sehr freundliche, aber sehr scheue Person. Das sieht man auch auf den Bildern, wenn man die Bilder von früher sieht. Ja, also ich habe sie durchaus sympathisch in Erinnerung, aber sehr, sehr scheu und unsicher. Und da waren zwei so Ministerialbeamte bei ihr, die ihr dann so ein bisschen so die Fakten hingelegt haben. Aber so ein Mädel war sie damals halt. Ja, wenn sie auch immer wieder angegriffen wird, dann wird sie ja härter und muss sich ja durchsetzen. So ist es. Gisela, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Und ich bedanke mich für all die vielen guten Sendungen. Das ist sehr lieb von dir. Ja, tschüss. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wir unterhalten uns hier über alles, was euch interessiert. Das heißt, ihr könnt hier die Themen vorschlagen. Und wenn ihr hier anruft, einfach bei mir im Studio. 0800 220 5050. Und wir sprechen drüber. Und ich hatte einen Themenvorschlag gemacht, dass wir auch über Angela Merkel sprechen, so wie wir das gerade mit Gisela gemacht haben. Hier ist Olli. Olli ist 33. Hallo Olli. Grüß dich, Domian. Hallo. Ja, hallo. Weswegen rufst du an? Ja, Angela Merkel. Auch Angela Merkel. Wir haben eine Kanzlerin. Das ist wunderbar, finde ich auf jeden Fall. Ja. Ja, und was die Dame gerade auch schon gesagt hat, weil man sich so über die Äußerlichkeiten von Frau Merkel dementsprechend in den Medien auslässt. Die Medien sind nun mal meinungsbildend und ich sag ganz einfach mal, da soll man sich ein eigenes Bild vermachen, auch von der Persönlichkeit, wenn die Kameras mal nicht dabei sind. Mhm. So wie du gerade gesagt hast, du hast sie kennengelernt im Hörfunkstudio, persönlich, ohne Kameras. Ja, ja. Da reagiert ein Mensch ganz anders und da ist ein Mensch auch ganz anders. Ja, ja. Und das war bei mir vor 2 Jahren, da bin ich in Berlin nachts durch die Gegend, das war so eine schlaflose Nacht und dann bin ich da spazieren gegangen und da bin ich irgendwann unter den Linden am Hörfunk, am Hauptstadtstudio vom CDF angekommen. Ja. Weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein Foyer, da geht man so rein in so einen Hof. Ja. Und ich drehe mich um und auf einmal steht da die Frau Merkel und geht die Treppe hoch und guckt ganz nett und freundlich und nickt auch und genau wie du das auch gerade beschrieben hast, Herr Scheu. Und sehr zurückhaltend, aber auf keinen Fall unfreundlich und inkompetent gewirkt. Ja, aber du hast nicht mit ihr sprechen können, das ging nicht. Ich hätte mit ihr sprechen können, aber in dem Moment, ich war so perplex. Also das war morgens um 5 Uhr. Und morgens um 5 Uhr? Morgens 5:30 war es, ja. Also ich bin. Ist sie vielleicht zum Morgenmagazin gegangen? Ja, das kann sein, ja. Denke ich mal. Ja, das ist ein Interview. Magazin gegangen ist, auf jeden Fall keine Bodyguards dabei gab, gar nichts. Da habe ich gedacht, guck mal, das gibt's doch gar nicht. Du bist hier durch Berlin und dann läuft dir die Frau Merkel hier rüber. Hast du sie denn auch gewählt? Natürlich habe ich sie gewählt. Kam mir jetzt ein bisschen zögerlich. Ist dir das denn, diese Konstellation mit der Großen Koalition, ist dir das recht oder wäre dir schwarz-gelb lieber gewesen? Das ist mir aus dem Grunde recht, weil ja viele gesagt haben vor der Wahl, egal was wir wählen, es kommt sowieso nicht anders.
oder die anderen machen es auch nicht anders. Das war der Tenor der meisten Leute, ja, egal ob jetzt die dran sind oder die dran sind, hat man von allen Seiten gehört. Und jetzt hat man halt einen Mix, sag ich mal, mhm, wo die kompetentesten Leute, hoffentlich, ich weiß nicht, was der Steinbrück für Klamotten macht als Finanzminister. Wobei, ich muss mir was sagen, was mich am Wochenende kolossal empört hat. Ich hoffe, dass die Bundesregierung, liebe Bundesregierung in Berlin, dass sie das noch ändert. Und zwar kam der Vorschlag, dass die Weihnachtsgelder der Beamten halbiert werden sollen nächstes Jahr. Ja. So, da hört man erstmal hin und denkt, naja, okay, in den höheren Gruppierungen ist das ja auch völlig in Ordnung. Und ja, dann höre ich in den Nachrichten und lese in den Zeitungen, und das Weihnachtsgeld für Zivildienstleistende und Wehrdienstleistende fällt ganz weg. Ja. Hallo? Ja. Das ist doch unfassbar. Naja gut, ich sag mal, die schießen natürlich jetzt auch erstmal mit Böllern und Kanonen auf Spatzen, meine ich. Ja, aber da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und da gibt es auch keinen Politiker, der mir das erklären kann, warum man die kleinsten Leute, die mit dem, die 170 Euro Weihnachtsgeld bekommen, dass man dieses Geld nicht mal halbiert, wie bei den Beamten, sondern dass man denen das ganz wegnehmen will. Warum? Warum, warum, warum? Ja, natürlich. Ich sage ganz einfach mal, meiner Meinung nach, weil jetzt, das ist meine Meinung, wie gesagt, ja, ich bin kein Politstratege, aber nachdem jetzt 6-7 Monate wirklich Ruhe war und überhaupt nicht regiert wurde in diesem Land und die Leute wirklich auch auf der Stelle getreten sind und gar nicht wussten, was aus unserem Land hier und aus unserem Volk wird, kommen jetzt, sag ich mal, so drastische Schläge, damit man wirklich merkt, es geht weiter. Ich finde ja völlig in Ordnung. Dass gut verdienende Beamte, dass man denen das zumutet. Ich habe auch gar kein Verständnis für den Aufschrei des Beamtenbundes. Aber man sollte das nach unten begrenzen. Man müsste einen Einkommenssatz festlegen und sagen, die niedrigen Gruppierungen, auch bei den Beamten, die sollen ihr Geld behalten, auch ihr Weihnachtsgeld. Ja. Und die Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Kohle verdienen, denen kann man das zumuten, dass das Weihnachtsgeld halbiert wird. Das ist absolut richtig. Also das habe ich überhaupt gar kein Mitleid und finde das völlig in Ordnung. Sehe ich genauso. Und ich sag mal, da sehe ich auch die interessante Wegstellung, dass sich die Union und auch die Sozialdemokraten, die ja, sag ich mal, komplett andere Parteiprogramme fahren, auch was die sozialgesellschaftliche Ausrichtung der Programme angeht, betrifft, da ein Konsens gefunden wird, wie da, sag ich mal, allen Leuten gerecht getan wird. Mhm. Ja. Hast du, wie siehst du das außenpolitisch? Außenpolitisch wird die CDU ja vermutlich, also die Kanzlerin, wir haben ja einen SPD-Außenminister, dennoch eine etwas andere Richtung einschenken, vielleicht mehr in Richtung Amerika. Findest du das richtig? Ja, also ich sag mal, was der Schröder gemacht hat, das war ein großer Meilenstein und der hat sehr viel für unser Land getan, auch wenn ihn viele schlecht gemacht haben. Ja. Problem ist immer, dass die Leute immer nur sehen, was einer macht. Die sehen nicht, was hinter den Fassaden verhindert wird, gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt, meine Meinung. Und ich sag mal, natürlich ist die CDU dem Amerikaner gegenüber freundlicher beziehungsweise vielleicht auch solidarischer eingestellt. Ja. Obwohl ich der Meinung bin, dass selbst Frau Merkel, ich sag mal, eine Kanzlerin ist ja auch immer nur so stark wie ihre Mannschaft, beziehungsweise das hat man beim Schröder auch bei seiner Fraktion gesehen, wenn die nicht dahinter stehen, dann kann er gar nichts machen. Und ich glaube nicht, dass dieser Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist durch Herrn Schröder, durch die ganzen Reformen, auch im außenpolitischen Bereich, dass da hinsichtlich von Frau Merkel irgendwelche Möglichkeiten oder auch irgendwelche Ambitionen überhaupt bestehen, einen anderen Weg einzuschlagen. Hoffen wir das. Ich rechne dem Schröder hoch an, dass er Deutschland aus dem Irakkrieg herausgehalten hat. Somit hat er, ich glaube, sehr vielen deutschen Soldaten das Leben gerettet. Das hat er getan, aber er hat nicht nur den deutschen Soldaten das Leben gerettet, sondern er hat auch gezeigt, mit uns kann man sowas nicht machen. So, genau. Und ich glaube, wenn damals Herr Stoiber Bundeskanzler geworden wäre, dann wäre Deutschland mit in den Irakkrieg gegangen. Gottes Willen. Und ich glaube, dass Herr Stoiber nicht das Rückgrat gehabt hätte, zu sagen, nein. Der hatte überhaupt gar kein Rückgrat, das hat sich ja jetzt gezeigt. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja, ne? Und, das ist ein ganz anderes ich Thema. Sag mal, nee, aber jetzt im Nachhinein sieht man's. Ja, was man von einem Menschen hält, beziehungsweise was man dann auch bestätigt bekommt. Mhm. Ja, also, da muss ich auch recht geben. Ich habe früher auch, hab den sehr respektiert, zumal er in Bayern gute Arbeit geleistet hat.
Aber es fing für mich auch, mich sehr an zu nerven, während des gesamten Wahlkampfes, dieses ständige Hin und Her Eiern. Ich komme nicht. Ich mache es nicht. Ich mache vielleicht das oder ich mache vielleicht jenes. Das ist das, wie die Politiker in der Öffentlichkeit, und das ist auch meine Meinung. Also ich habe einen Bekannten, der ist MdB, den sehe ich einmal im Jahr und dann treffen wir uns und dann... Also Mitglied des Bundestages? Genau. Ja. In der Fraktion von der CDU, kann ich glaube ich ruhig sagen. Ja. Und der hat seinen Wahlkreis im Ruhrgebiet und ist halt dort in Berlin, hat seinen Sitz dort und einmal im Jahr sieht man sich. Und dann habe ich halt das Privileg, dass ich hinten mal rein darf im Reichstag, sprich da, wo die Politiker reinmarschieren und an Orte komme auch als nicht Privilegierter. Ich bin kein Journalist, ich bin stehe nicht in der Öffentlichkeit. Aber auch an die Orte zu kommen, sag ich mal, wo die Politiker wirklich unter sich sind, ohne irgendwelche Kameras. Und wenn man sich das dann anschaut, beispielsweise in der Kantine, also die Kantine von denen, das ist ein Vier-Sterne-Restaurant, sag ich jetzt natürlich mal. Ich saß da wirklich drin, ich habe dem gesagt, Mensch, wenn das die Leute da draußen, die da draußen jeden Tag in der Schlange stehen und sich den Reichstag so angucken, wie die Leute wollen, dass er sich dass er aufgenommen wird. Wenn die wüssten, wie diese Menschen, wie diese Politiker, das sind ja letzten Endes auch nur Menschen, ja, die sich halt nur gut verkaufen, wie die sich hier geben, wenn keine Kameras eingeschaltet sind. Die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Okay, wir wollen aber auch nicht, dass die in Armut leben, sondern ich finde schon, dass Politiker auch, die leisten ja auch sehr viel und arbeiten sehr viel, dass die auch ordentlich bezahlt werden, dass sie auch einen gewissen Luxus haben und auch einen gewissen Standard haben. Also das finde ich schon auch. Weniger, sag ich mal, was das Prestige jetzt angeht. Es geht mir mehr darum, wie die sich überhaupt verhalten. Ja. Absolut anders. Man kennt sie wirklich aus dem Fernsehen und die Gesichtszüge komplett anders. Das sind ganz andere Menschen. Ja, die sind ganz anders drauf und das ist auch, glaube ich, der Grund, was die Dame gerade vorher sagte, heute der Mann nicht dabei gewesen von der Frau Merkel. Ich glaube, dass sie jetzt einen unheimlich großen Druck hat. Ja. Aber rundherum einen großen Druck. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Bekommt es aus den eigenen Reihen. Ja, und ich sag mal, es war ja auch noch nie eine Situation vorhanden, dass wir ein First Man praktisch hatten. Dass wir eine Kanzlerin hatten, die einen gab's First Man. Gab's in England ja auch schon. In England gab's das. Lieber Olli, danke für deinen Anruf und die Meinungsäußerung. Alles klar. Tschüss. Okay, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist die Annelie, stimmt das? Hallo? Hallo. Annelie, ist das richtig? Ja, genau, Annelie. 51 Jahre alt. Ja, genau. Annelie, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Sohn ist gestorben. Und ich muss und ich will auch morgen wieder arbeiten oder zur Bereitschaft gehen, aber ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen kann oder umgehen soll oder so. Wann ist er gestorben? Am 29. Am 29. Ich war auf Mallorca in Urlaub mit meiner Tante. Annelie, eine kleine Bitte. Irgendwas schallt da. Könntest du den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz ausschalten? Ja, mache ich. Mhm. Jetzt habe ich deine Antwort nämlich gerade deshalb nicht richtig verstanden. Ja. Am 29. ist er verstorben. Am 29. ja. Ja. 29. Oktober. Oktober. Mhm. Ja. Wie alt ist er geworden? 27. Und warum ist er verstorben? An was ist er verstorben? Seine Freundin hat ihn in den Tod getrieben. Er war eine Woche vorher da. Also sie hatten immer nur Stress gehabt. Und er hat ja auch schon mit ihr Schluss gemacht. Sie hat ihn betrogen, sie hat ihn geklaut. Mhm. Und eine Woche vorher, bevor ich auch in Urlaub gefahren ist, war er nochmal bei mir. Ja. Und dann hat er gesagt, Mami, ich habe noch nie jemanden geschlagen, aber wenn ich die Frau sehe, dann schlage ich die. Und dann hat sie gesagt, tu es nicht, Oliver. Und dann ist sie wohl doch wiedergekommen und sie spielt immer so auf den Tod und so. Sie hat ihm ja auch schon mal SMS geschrieben, ja, ich jetzt auf eine große Reise. Sie spielte mit dem Tod? Ja, aber nur auf Spaß, um ihn auch wiederzukriegen. Oder ich weiß nicht, sie hat nur mit Männern gespielt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann kam sie nochmal zu ihm? Ja, muss sie ja wohl. Ich war ja auf Mallorca. Ja. Und dann hat er sie wohl reingelassen. Ja. Und dann ist wohl, also er hat in Itzehoe gewohnt, denn am 15. Stock. In einem Hochhaus? Ja. Mhm. Und dann ist er wohl vor lauter Verzweiflung irgendwie gesprungen und dann hat aber gemerkt, in dem Augenblick, er wollte ja gar nicht. Er hat einen Traumjob gehabt und alles, er wollte ja gar nicht springen. Und dann hat er sich wohl noch festhalten können und dann hat er sich nicht mehr halten können. Und
ist heruntergestürzt aus dem 15. Stock. Ja, und ist operiert worden, haben sie noch ein Bein abgenommen. Ach, er war noch nicht sofort verstorben. Also nein, er wollte ja auch gar nicht sterben. Das wollte ich auch gar nicht. Er wollte es ja auch gar nicht. Dann haben sie noch operiert und ich weiß nicht, was sie alles noch gemacht haben. Annelie, ich bekomme hier gerade den Hinweis aus meiner Regie. Hast du den Ton ganz weggeschaltet? Ja. Weil wir haben ständig hier irgendwie... Ja, der ist weg. Der ist ganz weg. Sprichst du mit deiner Freisprechanlage? Nein. Nein? Nein. Ja, dann machen wir das mal so weiter. Oder ich mache den Fernseher aus, oder was? Ja, mach ihn aus. Ja. Ist echt besser. Gut, ist es ja auch. Er ist noch operiert worden, sagst du? Ja, und hat der Kripobeamte mir gesagt. Aber er hat dann nicht lange mehr überlebt. Ja, das ist passiert um 11 und um 2.24 Uhr ist er gestorben. Haben ihm noch das Bein abgenommen und ich weiß nicht, was alles noch. Das will ich aber alles gar nicht wissen. War er das einzige Kind? Ja. Ja. Hast du mit dieser Freundin, mit dieser Ex-Freundin von ihm Kontakt gehabt? Nein, sie hatte mich danach angerufen. Ich war ja auf Mallorca, ich war ja gar nicht da und dann hat sie mich angerufen. Und sie hat ihn ja nur beklaut auch und alles. Und dann hat sie ihn mit seinem Handy angerufen. Ich habe so eine Clip-Vorrichtung hier. Und dann sehe ich die Nummer, das ist Olivers Nummer. Und dann ich sage, du, Tuba, du hast die Nummer. Wieso rufst du, warum hast du ihm das Telefon geklaut? Ich habe das Telefon nicht. Das hat Oliver. Und die hat nur gelogen und habe sie einfach aufgelegt. Und seitdem hat sie sich auch nicht wieder gemeldet. Ja. Weil sie ihn einfach nur beklaut hat und er hätte sie nicht reinlassen dürfen. Also für dich steht fest, dass der Grund diese Frau ist? Ja, sicherlich. Er war ja glücklich. Er hat sich gerade einen Computertisch gekauft. Er hat mein altes Wasserbett bekommen und er war total glücklich mit den ganzen Sachen. Wie lange waren die beiden denn zusammen schon? Ja, das heißt richtig zusammen. Seit 2 Jahren haben die sich gekannt. Er ist immer nach, die wohnen unten in München. Er wohnt in Itzehoe und ist auch immer hingefahren. Und dadurch hat er sich auch stark verschuldet. Die haben Tag und Nacht telefoniert und ich habe ihn auch immer wieder unterstützt, soweit ich das konnte. Das heißt, diese ganze Geschichte, hast du denn im Laufe dieser 2 Jahre die Frau oder das Mädchen mal kennengelernt? Oder sicherlich, die waren hier und dann waren wir noch am Strand an der Ostsee. Ja. Und ja, sie ist einfach nur so ein bisschen auch psychotisch. Sie war ja auch in der Psychiatrie und so. Und, aber wenn ich ihm gesagt hätte, lass das. Er war einfach, das war seine Traumfrau, sein Traumjob. Und er hat Kinder geplant. Und ich weiß nicht, ach Mann, ich weiß es auch nicht. Das heißt, weil er das eigentlich gar nicht geplant hatte, hat er auch nichts hinterlassen. Es ist eine Affekthandlung gewesen. Ja, sicherlich. Ja, weil sie ihn wieder in die Enge getrieben und da wusste er nicht, wohin, ist einfach über den Balkon. Der hat es ja auch noch gemerkt. Und ich habe festgehalten. Ich habe es gar nicht richtig verstanden. War sie auch in der Wohnung? Ja, er hätte sie nicht reinlassen dürfen. Das heißt, sie hat dann auch sofort den Rettungswagen alarmiert? Nein, das hatten schon, also laut Kripo-Aussage, das haben wohl noch irgendwelche Nachbarn mitbekommen. Und die hatten das ja alles schon alarmiert und das war alles zu spät. Das war ja alles schon irgendwie. Ja, sie hat selber nicht gemacht wohl. Und die Kripo hat ja auch ermittelt und sie hat ihn ja auch nicht rübergeschubst. Das heißt, du musst doch jetzt eine ungeheure Wut, einen Hass auf diese Frau haben. Nee. Hast du nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch gleich zur Polizei gegangen, weil ich in der ersten Zeit, ich habe dann nur funktioniert. Und dann, ich habe es auch angezeigt, weil er hat viele Sachen von mir, die sind auch weg. Es ist alles weg, weil sie ihn einfach nur beklaut hat. Und da habe ich eine Anzeige aufgemeldet. Aber ich weiß, es kommt nichts danach und das ist auch in Ordnung. Und, war sie auf der Beerdigung? Nein. 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 Sie hat auch keinen Beilatsbrief geschrieben? Nein, gar nichts. Sie ist verschwunden quasi. Ja. Sie ist weg. Die Tante hat zwar noch angerufen von ihr und die wollte zur Beerdigung. Und dann habe ich gesagt, okay, weil Oliver sich mit der Tante wohl gut verstanden hatte. Die waren nämlich noch da und hatten sich für Tuba entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt kommen. Aber die sind auch nicht gekommen, obwohl die mich noch als Oliver beerdigt wurde, die mich noch angerufen haben. Lebst du mit dem Vater von Oliver zusammen? Nein. Mit dem bin ich schon seit 15 Jahren geschieden, der wohnt in Schwerin. Ja. Und war der denn jetzt bei der Beerdigung des Sohnes da? Das schon. Ja. Dein Verhältnis mit deinem Sohn zu deinem Sohn war eng. Ja. Und dadurch, weil mein Ex-Mann ihn einfach immer nur weggestoßen hat und ich wollte immer eine heile Familie haben und deswegen ist die Bindung so groß. Nun ist das Ganze ja noch sehr frisch. Ich habe auch um Hilfe geschrien und ich habe auch irgendwie Katastrophenschutz und ich weiß nicht, was alles hier war. Und der Pastor war auch da und
morgen muss ich wieder arbeiten. Und, oh, ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. Hm. Hast du einen regelmäßigen Ansprechpartner im Moment? Ja, mein Bekannter oder mein Freund. Aber den habe ich auch gestern oder vorgestern rausgeworfen, weil er einfach nur böse mit mir war. Aber er ist nicht wirklich böse mit mir gewesen, weil die alle dann mit dich umgehen können. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du auch nach wie vor, weil das ist ja nun mal gerade ein paar Wochen erst her, unter Schock stehst. Ja, und das ist ein traumatisches Erlebnis, ist, wenn der Sohn aus dem 15. Stock stürzt. Ja, und das darf ich noch gar nicht, daran darf ich noch gar nicht so richtig denken. Ich rede zwar vernünftig, aber in Wirklichkeit ich das nicht. Ja, ich weiß. Das ist bei sehr vielen Menschen so, die so etwas Schlimmes erlebt haben, die reden irgendwie ganz, ganz normal. Ja, ja. Und aber in ihnen drin ist ja, und ich weiß auch alles, aber ich kriege das alles nicht zusammen. Und das ist einfach nur alles, ich weiß es nicht. Ich würde dir sehr dringend empfehlen, Annelie ist der Name, nicht Annelie. Annelie, genau. Ja. In dieser Situation, quasi, so, es gibt in mehreren großen Städten Trauma-Ambulanzen, wo Menschen hingehen, die... Ja, nein, ich kann jetzt aber nicht in eine Klinik, die wollten mich ja schon in die Psychiatrie schicken, weil nein, ich wollte mich dann auch selbst umbringen. Nein, es geht nicht, ich muss morgen arbeiten. Ja, nein, ich meine auch gar nicht, dass du stationär dorthin sollst, sondern dass du einfach vielleicht ein- oder zweimal die Woche dorthin gehst, um einen festen, einen fachkundigen Gesprächspartner zu haben. Ich würde dir gerne behilflich sein mit unseren Mitteln, die wir hier zur Verfügung stellen. Ja, ich habe doch hier alle Mittel schon aufgeschöpft. Ich habe da schon Katastrophen. Und der Pastor war ja auch da. Und der hat mir auch geholfen. Und er sagt, lass es einfach zu. Und wenn du nichts machst, ist es in Ordnung. Ja, wenn du was machst, ist es in Ordnung. Aber mit dem Pastor redest du einmal oder zweimal. Ich meine, dass du jemanden brauchst, wo du fest hingehen kannst. So, du hast ja hier bei mir auch angerufen, um zu reden, verständlicherweise. Ja. Und ich würde ja wirklich gerne behilflich sein, dass da ein ja, aber ich habe das ja alles schon versucht und jeder will mich im Grunde genommen loswerden. Nein. Auch beim Gesundheitsamt habe ich... Ja, aber guck mal, wir wollten dich hier nicht loswerden. Und ich will dich auch nicht loswerden. Ja, sonst würden wir uns beide gar nicht unterhalten. Ich möchte gerne das, was wir hier im Rahmen unserer Sendung helfen können und leisten können. Ja, dann möchte ich ganz konkret was wissen. Gut, ich habe alles hier, was in meiner Macht. Ich habe beim Gesundheitsamt angerufen, weil mein Arzt da wollte mich wegschließen. Ich habe beim Gesundheitsamt angerufen, dann gibt es ja hier so einen Katastrophenschutz. Ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe. Und ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie Hilfe gebraucht. Aber ich musste jetzt was ich... So. Ja, Annelies, machen wir Folgendes. Jetzt legst du bitte auf. Ja. Dann wird dich gleich meine Psychologin anrufen, die Anja. Ja. Die hat das Gespräch jetzt auch mitgehört. Ja. So. Und die Anja wird sich jetzt schon, während wir geredet haben, schon Gedanken gemacht haben, was man machen kann und wie man dir helfen kann. Ja. Und das wird sie dir gleich sagen. Okay. Dann legst du bitte auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, stelle einen Hinweis auf unser Thema. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da haben wir immer eine feste Themennacht und unser Thema in dieser Woche heißt, wenn ich an Kinder denke. Ich möchte mich mit euch über Kinder unterhalten, über das, was ihr so über Kinder denkt, welche Erlebnisse ihr mit Kindern hattet, wie eure Kinder so sind. Ich würde mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die keine Kinder mögen. Oder vor ein paar Wochen gab es ja in der Boulevardpresse einen großen Aufschrei. Ein Hotel in Österreich hatte sich dazu entschieden, nur Menschen aufzunehmen als Gäste, die keine Kinder haben. Wie ist eure Meinung beispielsweise dafür? Also wenn ich an Kinder denke, das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Heute Freitemennacht und Merkelnacht hier bei uns. Und weiter geht es mit der Katrin. Und Katrin ist 38 Jahre alt. Hallo Katrin. Ja, hallo. Hallo Katrin. Weswegen rufst du an? Es geht um Kinder. Um Kinder geht's? Na, ja. Als hätte ich es geahnt. Und zwar um meine, beziehungsweise einen bereits Zweijährigen. Ja. Und einen, der in 2 Monaten kommt. Oh. Wie spannend. Und ich habe die Kinder durch Spendersamen, durch von einem anonymen Spender erhalten. Ja. Ich lebe zurzeit in keiner festen Partnerschaft. Ja. Aber wie geht das? Anonyme Spender? Ist in Deutschland verboten. Ja, eben. Mhm. Und das heißt, du bist ja irgendwo ins Ausland gereist? Ich bin ins Ausland gereist. Wohin? Nach Norwegen. Nach Norwegen. Und habe dadurch einen Freund, im Prinzip einen norwegischen Arzt kennengelernt, der durch eine ganz seriöse Samenbank mit der er ganz normal zusammenarbeitet. Ja.
und eben auch genau das ganz legal in seiner Praxis fabriziert, eben Spendersamen-Insemination macht. Ja. Und ja, die das heißt, du weißt überhaupt nichts von den Spendern, von den Männern? Oder doch? Ich weiß, dass das erstmal ein Samenspender ist, der gesund ist. Ja. Ich habe eine Beschreibung seines Äußeren. Ich weiß, was er beruflich macht. Aha. Wie er ungefähr aussieht. Was macht er beruflich? Von dem. Sind die jedes Kind ist von einem anderen? Nein, beide vom gleichen. Ach, beide vom gleichen? Beide vom gleichen. Das war mir schon ganz wichtig. Ach so. Ja. Das heißt, das eine Kind ist 2 Jahre alt. Der ist 2 Jahre alt. Das heißt, genau. Und das heißt, dann bist du wieder nach Norwegen gefahren. Ja. Und dort gab es dann noch wieder Samen von diesem Den Mann. Hatte ich schon deponiert. Ach, der hat so deponiert. Den hatte ich vor 2 Jahren, weil ich das unbedingt wollte. Das war für mich ein ganz großer Wunsch. Und dann habe ich gesagt, dann sollen es auch leibliche Geschwister sein. Einfach so vom Gefühl her. Verstehe. Wo sind diese Samen deponiert? Auf dieser Samenbank? Oder? Ja, genau. Ja, da kann man sagen, okay, lassen Sie mal einen Fingerhut übrig. Ich brauche das vielleicht ja, noch. Ja, so ungefähr. Das ist ja schon skurril irgendwie, ne? Finde ich. Auf der einen Seite ja. Das ist auch der Grund, warum man im Prinzip sowas, oder ich das niemandem sonst erzähle, außer meiner Familie. Mhm. Und ich es eigentlich traurig finde, auch gerade zum Thema Kinder. Ich stelle mir vor, dass das Kind oder dass die Kinder diskriminiert wären, ich auch, wenn dieser Weg oder diese Entscheidung, wenn das etwas wäre, was allgemein bekannt wäre. Ja, was eigentlich traurig ist und unsinnig ist. Traurig ist, weil einfach ich wollte unbedingt Kinder haben. Ja. Und da hatte ich gerade gefragt, was ist er denn vom Beruf, der Vater? Der Vater ist Journalist. Der Journalist, ah ja. Aber ein Foto hast du nicht gesehen von ihm? Nein, nur eine äußerliche Beschreibung. Und ist er so norwegisch, groß, blond, stark, ja, blaue genau. Augen oder ganz so? Ganz im Gegenteil von mir. Du bist klein und hast dunkle Augen. Genau. Ne? Ah ja. Sucht man da schon so ein bisschen, dass man überlegt... Aber ich habe gedacht, klein und ich habe gedacht, vielleicht einfach... Jemand, der toll aussieht, von der Beschreibung hört er sich gut an. Also ich sag's mal, ein kleiner, dicker Italiener, den hättest du nicht genommen. Nee. Also ganz klar, es müsste ein Es war jemand, wo ich auch gesagt hätte, obwohl das Äußere nicht zählt, ich hätte ihn sicherlich auch vom äußeren Typen, ist von der Beschreibung her vielleicht als Partner genommen. Ja. Auch von der Berufswahl her. Aber wenn ich jetzt einen Journalisten kennenlernen könnte, könnte es ja theoretisch ein ekliger Typ sein, das weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt, wenn ich mir den Kleinen angucke, sage ich, das muss ein ganz toller Typ sein, weil einfach so. Jetzt frage ich mich natürlich, du bist durchaus junge Frau noch von 38. Wieso dieser doch relativ komplizierte Weg? Wieso hast du dir hier keinen Mann gesucht? Bei mir war es eigentlich so, es war eine Partnerschaft auseinandergegangen und ich konnte mir nicht einfach nur aufgrund eines Kinderwunsches sagen, so, jetzt suche ich mir einfach einen Mann, weil ich möchte gerne Kinder haben. Mhm. Aber das wiederum hätte die Gesellschaft toleriert, ne? Das hätte sie toleriert. Das hätte sie toleriert, genau. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist bei mir so ein ganz starkes Bedürfnis, dass ich sage, das ist mein Kind. Und ich möchte auch in einem Trennungsfall, dass mir das niemand wegnehmen kann. Mhm. Weil ich denke, das würde ich nicht überleben. Und für mich war es wirklich, dass ich gedacht, also als sie in der Partnerschaft, die ich hatte, wollte ich überhaupt kein Kind haben. Ja. Da war der Wunsch wirklich sogar eine Abneigung. Das hat wahrscheinlich an dem Partner gelegen. Ach so, wie lange warst du mit dem zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre? Und er hatte einen dringenden Kinderwunsch und an dem gescheiterten Kinderwunsch ist die Partnerschaft. Und ich habe die Vorstellung und diesen Druck, diesen Kinderwunsch als fürchterlich empfunden. Das ist ja auch verrückt. Da bist du 10 Jahre mit einem Mann zusammen, der unbedingt Kinder haben will, aber du willst keine Kinder und dann bist du von ihm getrennt und dann gehst du nach Norwegen und gehst zur Samenbank. Genau, weil ich festgestellt habe, ich möchte Mutter sein. Ich möchte Kinder haben, aber ich möchte niemanden haben, der sie mir wegnimmt und ich möchte mir das auch nicht vorschreiben lassen. Beziehungsweise ich hatte einfach dafür nicht den richtigen Partner. Ja, verstehe. Er war einfach nicht der Richtige. Ja, verstehe. Frage ich mich nur, warum du dann 10 Jahre mit dem zusammen warst. Tja, das frage ich mich jetzt auch. Ja. Sag mal, wie ist das medizinisch, wenn man dann da hinfährt und man wird dann befruchtet, künstlich? Das ist ja, so eine Insemination ist das. Ja, ist man dann sicher, dass es dann auch sofort schon funktioniert hat oder wie geht das? Ja, das wird kontrolliert, ist das alles vom Zyklus her richtig? Das ist ja ein Gynäkologe und der guckt, dann ist der Zyklus richtig und dann ist es natürlich auch eine Frage des Glücks, ob das auch wirklich klappt, das ist ja auch nicht so garantiert. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man da mehrfach dann ran muss, oder wie? Ja, und dann kann das ganz schön teuer werden, ja. Und wie viel Mal musstest du ran? Bei mir hat es gleich geklappt. Bei beiden Mal sofort? Ja. Und kann man dann, wie lange bleibt man dann noch da in diesem Ort, wo das gemacht wurde?
Ich bin einen Tag da geblieben, einen Tag bin ich dann nach Hause gefahren. Und da war gut. Ja. Das heißt, das Geschäft ist dann quasi abgeschlossen. Das war wirklich eigentlich auf dem Papier gesehen ein Geschäft. Für mich natürlich gefühlsmäßig eine ganz, ganz große Angelegenheit. Muss man da Geld für zahlen? Man muss das bezahlen. Wie viel kostet das? Wie viel hast du bezahlt für jedes Kind? Ungefähr 1000 Euro. 1000 Euro. Ja, es hat irgendwie, es ist so ungewöhnlich. Und man muss sich vielleicht ein bisschen mal dran gewöhnen, aber ich sehe darin auch nichts Verwerfliches. Warum? Ist es nichts Schlimmes? Ich finde es auch nicht verwerflich. Es ist so, dass ich denke, in unserer Gesellschaft wäre sowas noch als verwerflich. Man würde denken, ich sei eine nicht normale Frau, weil ich einfach zu einem falschen Zeitpunkt gesagt habe, jetzt möchte ich gerne und unbedingt. Ich weiß, dass es sowas in Holland, glaube ich, auch gibt. Das weiß ich gar nicht. Ich meine ja, ich weiß, also ich bin in dem Thema nicht jetzt so eingelesen. Ich weiß nicht die Argumente, warum es das in Deutschland nicht gibt. Weißt du das? Ich kann mir vorstellen, wenn man nicht in der Lage ist, das Kind zu versorgen. Also ich arbeite auch und habe durch meine Mutter Unterstützung, die meine vertraut ist und den Weg kennt. Und die wirklich auch von vornherein gesagt hat, wenn du dich dafür entscheidest, dann kannst du auch in einem Beruf weiterarbeiten. Und ich helfe dir. Ich vermute mal, dass es in Deutschland da auch irgendwelche ethischen Bedenken gibt. Ja, das denke ich auch ganz einfach. Da gibt es sicherlich da kenne ich mich nicht so genau mit aus. Ich weiß einfach nur, dass das nicht erlaubt ist. So, was sind deine Pläne? Was wirst du den Kindern irgendwann sagen? Also mein Ziel ist schon, auf jeden Fall den beiden, das zweite wird auch ein Junge, das weiß ich. Und ich möchte denen schon die Wahrheit sagen. Also weil ich denke, dass das wichtig ist. Aber die Frage ist natürlich, das finde ich auch richtig, was du sagst. Nur, was macht man in der Zwischenzeit? Also wenn die anfangen zu fragen und bis man ihnen wirklich die Wahrheit sagen kann, bis sie es verstehen. Das also, weiß ich noch nicht. Ich sag mal so im Alter zwischen 6 und 14, 15 oder sowas. Was ja, sagt das man weiß da? Ich noch nicht, gar nicht. Das weiß ich noch gar nicht. Da höre ich auf mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das dem Kind beibringe. Ich weiß nur, dass ich es tun will. Und für mich war auch, bevor ich überhaupt den Schritt gegangen bin, klar, dass ich auf keinen Fall sage, die Kinder leben in einer Lebenslüge. Haben diese Kinder denn die Chance? Ich meine, als Kind ist man ja erpicht, oder als Mensch überhaupt ist man ja erpicht auf seine Wurzeln. Nehmen wir mal an, der Kleine, der jetzt schon 2 Jahre alt ist, wenn der in 18 Jahren, wenn er 20 ist, sagt er, ich will meinen Vater der finden. Der hat keine Chance. Keine Chance. Ein anonymer Spender, es gibt da keine Möglichkeiten, Kontakt herzustellen. Ist aber im Prinzip dasselbe, als wenn du im Karneval einen One-Night-Stand gehabt hättest. Genau, nur ungefährlicher. Ja, ungefährlicher. Weil man weiß, es ist ein HIV-getesteter, gesunder Spender. Also ich finde es auch richtig, dass du planst, deinen Kindern das irgendwann zu sagen. Aber hundertprozentig richtig. Nur die Zwischenzeit musst du irgendwie mit so einer leichten Lüge oder mit einer Halbwahrheit mit einem kindlichen Verständnis. So, ich denke mal, so wie ich gelernt habe, dass es kein Christkind gibt. Ja, sowas. Da ist ja auch nicht die Welt zusammengebrochen. Und ich denke natürlich, bei den Wurzeln ist das was anderes. Aber wenn man das auf eine gesunde Art und Weise durchaus lernt, ist das so. Ich finde es einfach traurig, dass es in Deutschland kein legaler Weg ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man hat keinen Anspruch auf, wenn man weiterarbeitet, jetzt was ich getan habe, auf Erziehungsgeld oder Unterhalt und all diese Dinge. Das heißt also, ich habe mich auch wirklich dafür entschieden zu sagen, da arbeite ich auch für. Verstehe. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch im Zuge der aktuellen Politik sowas gar kein Thema wäre, weil vielleicht viele Frauen sich dafür entscheiden würden und dann natürlich sagen würden, ich kann jetzt ja gar nicht arbeiten, ich habe kleine Kinder. Aber andererseits jammern alle, dass wir zu wenig Kinder haben und dass Deutschland ausstirbt. Und ganz genau. Wie viele Leute wissen das jetzt in deinem Umfeld? Nur meine Mutter. Nur die Mutter. Und hat die Mutter gesagt, das ist okay? Oder war die ich habe ihr das vorher schon erzählt, dass ich mit dem Gedanken spiele. Da wusste ich überhaupt noch keinen Weg. Ich wusste nur, ich kann nicht einfach jetzt irgendwie auf Knacken und Brechen eine Beziehung anfangen. Das kann ich erstens vom Gefühl her nicht. Und zweitens die Angst, da könnte jemand sagen, die Beziehung ist kaputt und das Kind, das nehme ich, die Klage um das Sorgerecht oder sowas, das hätte ich nicht überstanden. Also ich finde es nicht verwerflich. Ich freue mich, dass du ein gesundes Kind schon hast und wünsche dir von Herzen, dass das zweite auch gesund wird. Und bald. Dass ihr eine glückliche kleine Familie seid. Und sind wir jetzt auch schon. Das seid ihr jetzt auch schon. Und dass es dir dann irgendwann gelingt, auch den Jungs das so beizubringen, dass es alles der Wahrheit entspricht. Und das wird dann auch das Familienglück nicht trüben, das glaube ich nicht. Da bin ich auch ganz überzeugt von. Ja, da bin ich auch. Liebe Katrin, danke für deinen Anruf und alles Liebe und alles Gute. Vor allen Dingen wünsche ich dir eine reibungslose Geburt und dass alles wirklich dran ist und gesund, wie man das halt sich so wünscht. Danke dir auch, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
Inge ist hier. Inge ist 63. Hallo Inge. Ja, hallo. Hallo Domian. Ich grüße dich. Bin froh, mal mit dir zu reden. Es geht um die Frau Merkel. Ja. Also ich habe ein ganz ambivalentes Gefühl. Einerseits natürlich als Frau freut man sich, dass mal eine Frau an der Spitze ist. Jetzt aber hören endlich die Feministinnen auf zu reden. Lass doch mal die Frauen ran. Wo haben wir das? Ja, aber andererseits ist, sollte man nicht nur, weil es eine Frau ist, eine an die Spitze nehmen, sondern wegen der Persönlichkeit. Mhm. Und die möchte ich ihr etwas abstreiten, weil ich das immer noch in Erinnerung habe, was sie damals getan hat in Irak-Krise, als sie da sich entschuldigte praktisch, dass wir nicht mitgemacht haben an diesem unsinnigen Krieg, dass sie sich vom Stoiber bei der letzten Wahl unterbuttern hat lassen. Und das habe ich das Gefühl, wenn es Not am Mann ist, lässt sie sich vielleicht wieder unterbuttern. Und dann ist sie seit 15 Jahren erst in einer Demokratie. Sie war früher auch bei der FDJ. Ja, hat sie denn das gelernt, die Demokratie? Und es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe Angst. Aber ich würde sagen, Inge, lass mal den Leuten mal eine Chance geben. Ich finde das auch schlimm, dass sie damals zu den Amis gefahren ist und da auf gute Stimmung gemacht hat während des Irakkrieges. Aber Menschen können ja auch aus ihren Fehlern lernen. Vielleicht sieht sie das heute auch anders und würde sie vielleicht heute auch anders entscheiden. Geben wir ihr einfach mal eine Chance und hoffen wir, dass sie unser Land gut führen wird. Aber jetzt, wie gibt jemand einen solchen... Ich muss dich leider unterbrechen, die Sendung ist gleich rum. Tut mir ganz leid, Inge. Aber schön, dass wir noch haben kurz reden können. Alles Liebe, tschüss. In der Technik macht den Fuchs. Bis morgen 1 Uhr. Macht's gut, tschüss.